das meinte ich mit ganz anders. Einige von euch kennen sie vielleicht schon. Leonie schreibt nämlich Romance-Bücher. Das ist dann schon wieder fast so ein bisschen mehr meine Ecke. Und ich freue mich ganz besonders, weil ich Leonie zumindest über Instagram ein bisschen kenne. Ich habe eines ihrer Bücher auch schon hier, So leise wie ein Sommerregen. Und Leonie sagt, für sie bedeutet Autorin sein, viele Leben statt nur eines einzigen zu führen und die Leserin mit ihren Worten zu berühren. Ich kann nur sagen, das tut sie definitiv. Sie ist aus vollem Herzen Romantikerin und ich bin sehr gespannt, was sie uns gleich zu ihrem Roman und zu ihrem Schreiben erzählen kann. Herzlich willkommen, Leonie. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich, dass wir uns mal so sehen, nicht nur über Instagram-Nachrichten. Und direkt im Schlafanzug, super sympathisch, so lernt man sich doch gerne kennen. Ja, wie sich's gehört. Genau. Du lässt Bücher, ich weiß, dass du welche in den USA hast spielen lassen, an der Nordseeküste. Wie entscheidest du, wo deine Romane spielen? Es war so, als ich angefangen habe mit den Liebesromanen, das waren auch eher erwachsene Liebesromane, wurde mir von den Agenturen, auch von den Verlagen ans Herz gelegt, dass ich die in Deutschland spielen lassen soll. Und ich habe aber einen unglaublichen Faible für die USA. Und dann war für mich ganz klar, wenn ich im New Adult-Bereich schreibe, dann möchte ich, dass die in den Staaten spielen. Und so hat sich das eigentlich ergeben. Genau. Mhm. Also die Erwachsenen-Liebesromane spielen auch jetzt. Also es kommt ja im Januar auch nochmal wieder einer. Die spielen dann eher so an der Nordsee, in Hamburg, im norddeutschen Raum. Und die New Adult-Romane eigentlich immer in den USA. Mhm. Woher kommt das Faible, wenn du gerade meintest, du hattest das? Warst du selbst mal länger dort? Ja, also ich war schon ein paar Mal drüben und dann auch immer für einen längeren Zeitraum, also 4 Wochen, 8 Wochen, so in dem Dreh immer und haben uns unheimlich viel dort angeguckt. Und ja, das war schon beim ersten Mal dahin kommen, habe ich gedacht, zu Hause. Mhm. Also es ist eine ganz komische Verbundenheit, die aber einfach da ist, ja. Ja, ich glaube, das kennen aber viele Leute, dass sie das zu irgendeinem Ort haben. Irgendwie hat man ja so seinen Ort und umso schöner und verständlicher, dass du dann mit deinen Büchern sozusagen an deine Zweitheimat sozusagen zurückkehren kannst. Ist es bei So leise wie ein Sommerregen genauso oder wohin entführst du uns da? Genau, dort ist das genauso. Ich habe es auch jetzt, tada. Das spielt auf den Outer Banks und an der Küste von North Carolina. Und was für mich Neuland war daran, ist, dass ich eigentlich eher dem Nordwesten der USA zugetan bin und dass mein erster Roman ist, der an der Ostküste spielt. Mhm. Genau. Also gibt es auf jeden Fall schon mal eine Änderung und es geht um Hope und Cooper, wenn ich mich richtig erinnere. Du hast es mir damals auch zugeschickt und jetzt bin ich sehr gespannt, was du uns heute hier vorliest. Müssen wir noch irgendwas wissen, bevor du gleich einsteigst? Ich erzähle noch 2, 3 Sätze und dann nehme ich euch mit auf die Reise mit Cooper und Hope. Genau, also in dem Buch geht es nämlich nicht nur um die Liebesgeschichte von den beiden, sondern auch um Familie, um Freundschaft, um die Frage, was Familie eigentlich ausmacht, ob das rein auf die Blutsverwandtschaft reduziert ist oder ob es auch viel mehr sein kann und auch um die Frage, ob Lügen manchmal vielleicht auch was Gutes sein können. Die beiden, Cooper und Hope, lernen sich zu einem ganz ungünstigen Zeitpunkt kennen. Und zwar ist es so, dass Cooper eine Zeit lang bei seinem leiblichen Vater Chase in Los Angeles gewohnt hat, dort ziemlich in Schwierigkeiten geraten ist und dann praktisch die Reißleine gezogen hat und jetzt zu seinem Stiefvater Mac nach North Carolina zieht und mit dem Wagen einmal quer durchs ganze Land gefahren ist und einen kurzen Zwischenstopp macht, bevor er die Ranch seines Stiefvaters erreicht, um sich einmal zu sammeln, weil das Zusammentreffen der beiden eben auch nicht so ganz ohne sein wird nach der Zeit, die da vergangen ist. Und Hope hat gerade ihren Vater verloren, der beim Militär gedient hat und der dort verstorben ist im Auslandseinsatz und ist von der Trauerfeier ihres Vaters geflüchtet im Prinzip, um nicht mit ihrer Mutter aneinander zu geraten. Ich spoiler jetzt nicht, wieso sie aneinander geraten, sondern lese euch jetzt einen ganz kurzen eine ganz kurze Szene, also ich habe die Szene ein bisschen zusammengekürzt, damit ihr beide Sichtweisen habt. Also die Bücher bei mir sind immer aus beiden Sichtweisen geschrieben. Und zwar ist das das erste Kennenlernen, was nicht ganz so romantisch verläuft, wie es üblicherweise in meinen Romanen passiert. Genau, ich fange mit Coopers Sicht an.
Der Kies knirscht unter meinen Schuhen. Aus der Bar quillt ein wilder, hitziger Mischmasch aus Südstaatenmusik, Lachen und Gläserklirren. Zielstrebig laufe ich auf den Eingang zu, als mich plötzlich eine Bewegung links von mir innehalten lässt. Ein Mädchen lehnt gekrümmt an der Hauswand. Obwohl ich sie nur von hinten sehe, macht das Zittern ihres Körpers klar, dass es ihr nicht gut geht. Vielleicht hat sie zu viel getrunken. Auf jeden Fall scheint es, als bräuchte sie Hilfe. Wahrscheinlich sollte es mich nicht kümmern. Immerhin bin ich nicht für die Probleme wildfremder Menschen zuständig. Aber irgendetwas hindert mich daran, einfach in die Bar zu gehen und sie ihrem Schicksal zu überlassen. Vielleicht ist es die Art, wie sie ungeduldig den Kies wegkickt. Etwas daran berührt mich. Vielleicht hat Mac aber auch recht und ich muss einfach jedes gottverdammte Problem auf diesem Planeten zu meinem machen. Er ist der Meinung, ich ziehe den Ärger bewusst an. Ich glaube, es ist eine Mischung aus genetischer Veranlagung, die ich Chase, meinem Erzeuger, zu verdanken habe, und guter Erziehung, die ich dann wohl von Mac habe und die es mir einfach verbietet, Menschen sich selbst zu überlassen. Langsam nähere ich mich dem Mädchen und berühre sie an der Schulter. Vorsichtig, damit sie sich zu mir umdreht und ich sie fragen kann, ob sie Hilfe braucht. Aber so weit komme ich gar nicht. Im selben Moment, in dem ich sie berühre, wirbelt sie herum. Bam! Eine Millisekunde später fliegt mir fast der Schädel weg. Ich lande auf meinen Knien. Blut rinnt aus meiner Nase. Mein Jochbein fühlt sich an, als hätte sie es in Nanopartikel zerlegt. Sie hat mir ernsthaft eine reingehauen. Benommen lasse ich mich gegen die Wand sinken, lege den Kopf in den Nacken und schäle mich aus meiner Sweatshirtjacke, die ich mir gegen die Nase presse. Bist du wahnsinnig? Nuschel ich durch den Stoff. Erst jetzt gibt sie ihre Terminator-Kampfpose auf und schüttelt Beine und Arme aus. Dasselbe könnte ich dich fragen, knallt sie mir an den Kopf. Ihr Blick zeigt, dass es ihr leid tut, mich geschlagen zu haben. Aber anstatt sich zu entschuldigen, knurrt sie, du hast mich zu Tode erschreckt. Ich wollte nur helfen. Scheint im Bundesstaat North Carolina nicht gut anzukommen. Kommt nirgendwo gut an, ein Mädchen anzufassen, das allein im Dunkeln steht. Sie beißt sich auf die Unterlippe und schabt Kies mit dem Fuß beiseite. Ihre Haare sind dunkel und fallen ihr in Wellen bis über die Schultern. Sie ist hübsch, hat sanfte Gesichtszüge, die einen glatt in Sicherheit wiegen könnten. Ich weiß es besser. Vielmehr mein Jochbein weiß es besser. Wie kann jemand so Kleines, Zierliches, so einen krassen Haken haben? Ich starre sie an. Dabei sollte ich wohl besser verschwinden, sonst verpasst sie mir am Ende noch eine. Das war das Ganze aus Coopers Sicht. Wir schwenken jetzt auf Hobbs Sicht. Ich sitze hinter den Bluttabs und warte auf einen wildfremden Typen, dem ich einen Drink schulde, weil ich ihn niedergeschlagen habe. Wirklich katastrophal ist jedoch, dass dieser Tag nicht deswegen der schrecklichste in meinem Leben ist. Ich sollte vermutlich verschwinden und mich in meinem Zimmer einschließen, bevor es noch schlimmer werden kann, selbst wenn Mom mich dort finden wird. Ich bin übrigens Cooper, durchbricht eine dunkle Stimme plötzlich meine Fluchtgedanken. Die Lichter der Bar verwaschen den Anblick meines Opfers zu einer dunklen Silhouette. Er ist groß, schlank und in seinen Bewegungen steckt diese verdammte Lässigkeit, die Typen seines Schlags haben. Kerle, bei denen das Selbstbewusstsein die Größe einer Gebirgskette hat. Er setzt sich neben mich und hält triumphierend eine Flasche in die Luft. Eine braune Papiertüte verdeckt das Etikett. Aber egal, was es ist, Hauptsache, es enthält Alkohol. Er reicht mir die Flasche und ich nehme einen tiefen Schluck. Wodka, der mir fast die Speiseröhre wegätzt, nur um Sekunden später eine dumpfe Wärme durch meinen Körper zu schicken. Dahin, wo seit der Nachricht von Dads Tod nur Kälte war. Zur Sicherheit nehme ich zwei weitere Schlucke, bevor ich Cooper die Tüte samt Inhalt zurückgebe. Also, dann auf dich und deinen rechten Haken. Cooper nippt nur an der Flasche, anstatt richtig zu trinken, und sieht mich unverwandt an, als würde ihn der Alkohol nicht halb so sehr interessieren wie ich. Dafür, dass noch immer Blut an seiner Nase klebt und sein Jochbein dunkel schimmert, sieht er verdammt gut aus. Wirres blondes Haar, Bartstoppeln, die einen Schatten auf sein markantes Gesicht werfen, kluge, unergründliche Augen und ein Lächeln, das mir im Normalfall gefährlich werden könnte. Aber nichts ist mir normal. Trotzdem lächle ich zurück. Keine Ahnung, warum ich das tue.
Als Cooper mir erneut die Flasche reicht, berührt sein Knie sanft meines. Sekundenlang starre ich auf unsere Beine, auf seine blaue und meine schwarze Jeans. Und ich denke an, dass sie irgendwie zusammenpassen. Warum denke ich sowas? Ich sollte nach Hause fahren und trauern, wie es sich gehört. Und nicht mit irgendeinem Typen hinter einer Bar trinken. Am Tag von Dads Beerdigung. Und dennoch nehme ich einen tiefen Schluck, bevor ich Cooper die Flasche zurückgebe. Meinen Kopf lege ich auf die angezogenen Knie und sehe ihn an. Und er mich. Fühlt sich an, als würde mich sein Blick in das Auge eines Hurricanes befördern. Die dunklen Emotionen, die in mir rotieren, stehen still. Er ist die kurze Atempause, die ich so dringend benötige. Wie geht's dir? Frage ich leise, weil ich das Gefühl habe, etwas sagen zu müssen, damit er nicht aufsteht, geht und dieses Gefühl mitnimmt. Er sieht mich fragend an und deutet dann auf sein Gesicht. Du meinst wegen deiner kleinen Kriegserklärung? Und da ist es wieder, dieses halbe Lächeln, das seine Augen flutet und meine Taubheit durchbricht. Kurz nur. Wie ein Rettungssignal. Ich bin peinlich berührt, aber sonst okay, denke ich, fügt er grinsend hinzu. Aber sie hatten kein Eis in diesem komischen Schuppen. Man wird morgen sehen, dass ich mit dir zusammengestoßen bin. Ich schließe die Augen, zähle die Sekunden, bis er aufstehen und verschwinden wird, weil ich dafür verantwortlich bin. Es wird mich zurück in den Sturm katapultieren. Aber anstatt zu gehen, bleibt er. Ja. Das war eine sehr, sehr gute Einstiegsstelle. Vor allem finde ich, kriegt man sehr, sehr viel direkt von den beiden Charakteren mit und wie sie so drauf sind. Sehr sympathisch außerdem. Ja. Und du hast gerade erzählt, ja, also dass du... Kurz zur Erklärung, warum sie da zuschlägt. ich habe diese Stelle schon häufiger mal gelesen und ich werde das dann immer gefragt. Ihr Vater ist tatsächlich beim Militär und ihm war immer sehr wichtig, dass seine Tochter sich selber verteidigen kann, dass sie nicht irgendwie in eine Opferrolle kommt, und hat ihr und ihrer besten Freundin Krav Maga beigebracht, immer wenn er zu Hause war. Und das hat ein bisschen zu gut funktioniert, zumindest wenn man Cooper fragt. Ich mache mir jetzt ein bisschen Sorgen, weil ich das gar nicht hinterfragt habe. Ich habe das einfach hingenommen. Warum auch nicht? Aber ja, vielleicht kein normales Verhalten in der Tat. Du hast eben gerade erzählt, dass du in der Regel immer aus zwei Perspektiven schreibst. Hast du jetzt hier auch gemacht. Geht es dir da so, dass dir eine Perspektive leichter fällt? Oder wie findest du zu deinen Charakteren? Also es ist tatsächlich so, dass ich die männliche Perspektive fast ein bisschen lieber schreibe. Weil die Jungs meistens ein bisschen mehr geradeaus sind und ein bisschen, die dürfen halt auch ein bisschen mehr fluchen, also zumindest in meinen Büchern, und das mag ich sehr gerne. Aber grundsätzlich gefallen mir beide Sichten. Ich finde einfach das Zusammenspiel sehr reizvoll, dass man einfach sich in beide Charaktere hineinversetzt und dem Leser auch die Möglichkeit gibt, in beide Köpfe zu gucken. Total. Das sagt meine Freundin auch immer, die schreibt auch Bücher, dass es ihr mit den Männern leichter fällt. Aber ganz ehrlich, deine Protagonistin hat ihm gerade einen Kinnhaken verpasst. Ich glaube, fluchen wäre jetzt so das geringste Problem, was sie machen könnte. Aber du hast ja, weil wir es gerade so davon hatten, so in die Köpfe von Charakteren steigen. Du schreibst ja nicht nur Romance, du schreibst auch Krimis, meines Wissens, oder? Also ich habe früher ganz viel auch Thriller geschrieben. Damit habe ich eigentlich angefangen. Damals noch in einem kleinen Verlag und habe auch Kurzgeschichten geschrieben für Wettbewerbe und bin tatsächlich jetzt auch wieder an einem Projekt dran, über das ich noch nicht reden darf, weil es noch nicht in trockenen Tüchern ist, aber die Idee ist tatsächlich in diese Richtung auch wieder vermehrt was zu machen, ja. Ja, und was du jetzt gar nicht erwähnt hast, du hast auch schon Preise gewonnen. Und zwar den, ich habe es mir notiert, Krimi Nordica Preis 2015. Genau. Ja, also sind wir... Wie bitte? Das war eine ganz tolle Veranstaltung und es hat unheimlich viel Spaß gemacht. War eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Und ich habe da tatsächlich auch Menschen kennengelernt, andere Autoren, die mit denen mich bis jetzt eine ganz, ganz enge Freundschaft verbindet und die in meinem Schreibbuddy engsten Zirkel mittlerweile sind. Und das ist auch das, finde ich, was unseren Beruf ausmacht, die Menschen, die wir dadurch kennenlernen dürfen.
Ja, absolut. Also war ja auch bei uns so, wir haben uns ja auch durch Instagram damals connected, ist ja heute alles möglich, aber ich finde es total schön, dann so Gleichgesinnte zu treffen und auch total schön für dich, dass du dann quasi in zwei Genres zu Hause bist. Ich würde mal ganz kurz, bevor die Zeit knapp wird, an den Chat abgeben, da kommen bestimmt auch schon Fragen von den Zuschauenden. Absolut, ja. Also vielen Dank auf jeden Fall für diese Lesung. Das hat alle sehr, sehr gut unterhalten. Und einige lesen deine Romane so gerne, weil sie auch ein schönes, diverses Figurenspektrum aufweisen. Also auch Figuren drin auftauchen, die zum Beispiel ein Handicap haben. Wie kam es denn zu dieser Entscheidung, dass du wirklich da so ein breiteres Ensemble einstreust? Also ist es bewusst gewesen oder gibt es da irgendwie Personen aus deinem Bekanntenkreis, die dich dazu inspiriert haben? Also es ist nicht so, dass ich mir vorher überlege, ich möchte diese Form von Diversität in meinen Romanen haben und dann muss der quasi quotenmäßig darin auftauchen, sondern es ist so, dass Geschichten das einfach manchmal bedingen. Also es war beim Licht von 1000 Sternen zum Beispiel so, dass ich über eine Reportage auf das Phänomen von Schattenkindern aufmerksam geworden bin. Also Kinder, die im Schatten eines schwerkranken oder schwerstbehinderten Kindes aufwachsen und ganz unterschiedliche Mechanismen finden, um damit umzugehen. Und dann war für mich klar, darüber möchte ich ein Buch schreiben. Und dann war natürlich auch klar, dass ein Geschwisterkind oder auch in dem Fall beide Geschwisterkinder eine Beeinträchtigung haben müssen oder sollen. Und ich habe mich dann bei Ben für Autismus entschieden, weil ich da tatsächlich auch einen persönlichen Bezug zu habe. Ja, also genau. Familiär bedingt sind da einfach Bezüge da. Und mir war das unheimlich wichtig, dass das eben nicht nur als Handicap gesehen wird, sondern auch als eine Stärke. Also autistische Menschen sind ja nicht, haben nicht einen Fehler oder sonst irgendwas, sondern die haben in Bereichen Stärken, wo wir uns eine Scheibe von abschneiden können. Und ja, das war mir einfach ganz wichtig zu zeigen. Ja, toll, danke, dass du das machst. Das sieht man ja leider nicht so häufig, aber umso wertvoller ist es, wenn dann das breite Spektrum, was wir in unserer Gesellschaft haben, auch in Literatur abgebildet sehen. Vielen Dank dafür. Und eine andere Frage war auch noch, wie lange brauchst du denn für so ein Buch? Von der ersten Idee, was inspiriert dich dazu, bis hin zu hier, bitteschön, lieber Verlag, es ist fertig. Es kommt immer ein bisschen drauf an, ob ich eine Deadline habe oder ob genug Zeit da ist, dass ich mich ablenken lassen kann. Also im besten Fall, also ich glaube, das spreche ich aus dem Herzen von allen Autoren, wir lassen uns super gerne von allem ablenken, was es so gibt. Aber wenn ich wirklich ganz diszipliniert mich ransetze, dann kann ich schon einen Roman in 3 Monaten fertig haben. Also das ist von der ersten Idee bis dann zur Fertigstellung, das ist schaffbar. Ja. Ja, dann spreche ich wahrscheinlich im Namen aller unserer Zuschauerinnen. Dann hoffen wir mal, dass die nächsten 3 Monate schnell vergehen und wir uns bald auf das nächste Buch von dir freuen dürfen. Ja, auf jeden Fall. Du hast ja gerade schon gemeint, notfalls 3 Monate, aber es geht ja weiter. Es wird ein Krimi noch kommen, zu dem du noch nichts sagen darfst. Und 2022 erscheint auch noch Carry Me Through the Night. Das heißt, es wird auf jeden Fall weitergehen. Können Sie auf weitere Lesungen von dir freuen. Vielen, vielen Dank, dass du uns die heutige gegeben hast, liebe Leonie. Und danke schön, dass du heute da warst. Ja, danke, dass ich da sein durfte und ich wünsche euch noch eine schöne Lesenacht. Ja, danke dir auch, falls du noch weiterliest. Tschüss. Tschüss. Genau, und dann geht es schon gleich weiter mit unserem nächsten Gast.